Zack! Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Aus Kayseri. Aus Kayseri. Yes, unser Kayseri-Vlog beginnt jetzt, Leute. Es ist schon unser zweiter Tag. Wir haben gerade das Outro von Zlayolo-Video gedreht. Jetzt starten wir direkt mit Kayseri-Vlog. Genau, es könnte sein, dass es ein bisschen durcheinander wird, dass wir nicht jeden Tag voll aufnehmen, sondern dass wir jeden Tag immer so ein bisschen was aufnehmen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal, also ich und meine Schwägerin mit den Kindern zum Friseur, weil die Kinder lassen ihre Haare färben, glaube ich. Und er dann geht. Das Auto waschen, das Auto sieht total schön aus. Auto waschen und zum Friseur. Zum Friseur muss ich auch ganz dringend. Ich gehe nachher auch noch zum Friseur. Also bleibt dran, Leute. Lasst unbedingt ein Abo da. Like nicht vergessen, kommentieren. Danke. Kuss geht raus. Weiter geht's. Guckt euch das mal an, Alter, wie dreckig das Auto ist. Richtig dreckig. Jetzt machen wir das Ding sauber. So, jetzt werden von den Töchtern meiner Schwägerin die Haare geschnitten und ein bisschen gefärbt. Genau, und wir warten. Hey Leute, ich muss wirklich ganz dringend zum Friseur. Ne? Meine Haare einfach. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Die machen, was die wollen, halt. Gestern war nicht so warm. Gestern war es so 25 Grad bewölkt, so. Aber heute heiß, 30 Grad sonnig. Ich brenne. So, Leute, wir stehen jetzt mit den Autos da, da wo wir auch letztes Mal waren. Rear Auto hier kann man. Da kommen wir gefühlt jedes Jahr hin. Ja. Jetzt gehen wir die Autos ab und die machen dann alles selber, Leute. Innen und außen, ne? Ja, und die fahren dann die Autos immer selber rein und dann machen die alles selber quasi. Tag und Nacht, ne? Einfach richtig sauber wieder. Ich sag, mit meinen geilen grünen Bremssatteln, Alter. Wallah, was dachte sich der Vorbesitzer davon mit den grünen Bremssatteln? Und so sieht das Endergebnis aus. Ich bin sehr zufrieden. Allah, schön von innen auch schön sauber gemacht. Hat insgesamt 450 Teller gekostet. Keine Ahnung, durch 35, wie viel das macht. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Muss nochmal auf jeden Fall sauber machen, weil mit einem Mal wird das nicht direkt perfekt sauber. Oder auch eventuell polieren lassen, aber das werde ich dann sehen. Aber ich bin bisher zufrieden. Leute, Auto ist sauber. Und jetzt ganz dringend zum Friseur, Leute. Ich muss meine Haare schneiden. Mich wieder frisch fühlen, halt. Haare waschen, Gesicht machen. Ich mache das ganze volle Programm. So, Leute, wir haben die Autos geparkt. Jetzt gehen wir zum Friseur. Abonne. Da gehen wir jedes Jahr hin. Och. Hui, zu. Leute, der hat zu, Alter. Scheiße. Kein Friseur, aber wir gehen jetzt zu Sultan Lahmacun rein. Erstmal schön Çıtır çıtır Lahmacun essen. Das ist darauf freue ich mich. Heyecanlandım, Lahmacunlar geliyor. Bir acı benim o. Alttaki acısı. Teşekkürler. Ja. Das ist das geilste überhaupt. Hört ihr das, Leute? Chitter, chitter. Hm? Chitter, chitter. Alles. Leute, wir haben noch 6 Stück für zu Hause mitgenommen. Für die Kinder und so. Guck mal, was das für eine geile Tüte ist. Die Türken machen wirklich alles. Jetzt essen wir noch ein Eis. Ein Dreieck Eis mit Schoko. Was wohl habe? Alle mega oder was? Ja. Die sind schon fertig geschnitten, so, ne? Süß. Fett, ne? Jedes Mal, wenn du ein Auto stehen lässt für ein paar Stunden, ist das Auto einfach richtig da. Rennt einfach alles. So, wir sind jetzt schon einige Zeit beim Friseur, Leute. Waren auch mit Alia und ihrem Cousin hier auf dem Spielplatzkurs. Jetzt sind die Männer wieder da. Eden fährt jetzt mich und meine Schwägerin zum anderen Friseur. Und dann nehmen sie die Kinder, gehen nach Hause, weil es ist echt heiß. Und dann, ja, essen die zu Hause was und gehen dann bestimmt noch gegen Abend auf den Spielplatz, bis wir dann ready sind. Und dann wollten wir abends, glaube ich, noch zu Edens Oma. So, Leute, ich bin jetzt beim Friseur. Ich werde hier eine Keratinglättung nicht machen lassen. Der Preis ist mir zu teuer. Werde ich wahrscheinlich in Antalya machen. Aber ich lasse mir ein bisschen Stufen hier vorne reinschneiden und von den Spitzen ein bisschen weg. Ja, ich finde die Haare gerade irgendwie langweilig, nämlich so ein bisschen. Und meine Schwägerin wird wahrscheinlich Extensions machen, da schauen wir auch noch. Und ansonsten auch einfach nur Haare schneiden. Ich liebe einfach den Service in der Türkei immer beim Friseur. Man kriegt Kaffee, man kriegt Tee, man kriegt Limonade, man kriegt einfach alles, was man möchte. Love it. Leute waren gerade hier mit den Kindern kurz auf dem Spielplatz da hinten. Jetzt sind wir hier auf dem Hof bei uns. Spielen ein bisschen Fußball. Hallo, Spiel! Hallo!
bin gerade hier mit meinen Eltern und meinem Schwager im Restaurant. Bei GLG Ilham sind wir, direkt gegenüber von Osaka. Mal gucken, wie das hier schmeckt. So Leute, Meselen sind da. Und Salat und so auch. Ja. Richtig dünnes Brot, Zwiebeln, Knoblauch, alles. Voila, sieht schon top aus, aber wir haben gefragt. Ein Adana kostet hier 450 oder so, ein Adana-Teller. Ja, mal gucken, wie es schmeckt. Sieht schon mal köstlich aus, muss ich sagen. Einem Tauch. Also, Tauch? Ja. Ist mein Vater, Jer. Wir haben jetzt gegessen. Die jetzt mich, ne? Ja, 2070 Teller haben wir insgesamt bezahlt für 4 Personen. Das Essen hat sehr lecker geschmeckt, weil Adana war richtig geil lecker. Also Adana war wirklich 9 von 10. Bisschen schmal, aber 9 von 10. Zähnchen hast du das Essen? War gut, ja. Tauch war. Ich mag sowieso Tauch. Tauch gegessen war lecker. Adana nasıldı? Çok güzeldi. Adana, Adana çok güzeldi. Yeah. Ellerine ciğer sağlık. Auch sehr gut. Ciğer auch lecker. Ellerine da sağlık. Geleceğiz. Hepsi güzeldi geleceğiz işte. Ya. Yazdı pahalı işte. Herkes. 4 Personen 70 Euro. Ist nicht günstig also für türkische Verhältnisse, sag ich mal. Das ist der Laden da. Ciğer, ciğer. Hat wohl 60 Euro gekostet, Leute, alles zusammen. 20 Euro pro Person ungefähr. Aber war lecker. Jetzt gehen wir kurz zum Supermarkt. Leute, Anna wollte Maras schon mal so. Einfach winzig. Ein Löffel. Es ist jetzt der nächste Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich euch meine Haare gezeigt habe gestern. Ich glaube nicht. Gut, jetzt sitzt die Frisur auch nicht mehr so gut. Jetzt hängen die so ein bisschen. Aber ich habe mir auch einfach eigentlich nur ein paar Stufen reinschneiden lassen und so eine Keratinpflege gemacht. Also diesmal nicht so eine extreme Glättung, sondern das heißt irgendwie Botox. Das ist einfach so eine Keratinpflege für die Haare. 30% Glättung, 70% Pflege. Gestern waren wir wirklich den ganzen Tag beim Friseur. Erst waren die Kinder beim Friseur, dann waren meine Schwägerin und ich beim Friseur und dann war es einfach Abend. Wir haben jetzt zu Hause gefrühstückt, wie ihr gesehen habt, und jetzt fahren wir zu Edens Oma. In der Mittagssonne kann man eigentlich eh nicht so raus, deswegen haben wir gesagt, besuchen wir die Oma nachmittags. Eden sagt, er hat Kaiserslautern irgendwie noch nicht genossen und es ist schon bald vorbei. Die Tage in der Türkei allgemein, also egal wo man ist, vergehen extrem schnell. Also es ist einfach sofort Abend gefühlt. Ist schon irgendwie ein bisschen schade. So Leute, wir waren gerade bei meiner Oma und fahren jetzt in die City, ein paar Sachen erledigen. Gerade auf dem Park kam hier wieder Chef da, der Red Bull. Wasser, ganz wichtig Leute, reichlich viel Wasser trinken, wichtig. Ich habe das auch gerade Rabia gesagt. Ich bin jetzt schon traurig, dass wir Kayseri verlassen. Wir haben noch eine Woche ungefähr. Wir sind zwar erst neu da, aber wir haben auch nur noch eine Woche in Kayseri. Aber ich bin jetzt schon traurig. Bei Kayseri, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, Kayseri kommt mir so vor wie Deutschland Peine. Du kennst alles, das kommt dir alles so heimisch vor und weiß nicht. Ist richtig entspannt. Es ist schon 3:30, also wir haben jetzt eigentlich versucht, nicht in der richtigen Mittagssitze rauszugehen. Es ist aber irgendwie immer noch Mittagssitze, aber jetzt gehen wir zum Juwelier. Da ist Schatten. Ich war immer noch nicht beim Friseur. Ach so, ist ja noch der, der Bericht sein können, du willst gleich. Ja, aber ich warte auf der Saal. Wir gehen jetzt zum Juwelier. Hier in dieser Gasse oder Passage, würde ich mal sagen, sind nur Juweliere. Nur. Einer nach dem anderen. Also überall alles voll beidseitig. Extrem krass. Ich auch nicht. Es ist richtig cool im Jalajat Gasse einfach. Er dann möchte seinen Ehering austauschen. Also er hatte, kannst du dir mal zeigen, der war mal silber. Und außen war ein ganz dünner goldener Rand. Jetzt ist der Ring golden. Einfach verfärbt. Und deswegen möchte er sich jetzt einen silbernen, ganz schlichten Ring kaufen. Der ist zu dick. Ist es wieder soweit? Er dann will sich, oh mein Gott. Eden will sich eine Silberkette kaufen, ich habe ihm die empfohlen, also ein bisschen kürzer. Und Eden will sich wieder ein Hundehalsband kaufen. Nein, so aus wie eine Statementkette. Leute, wir sind hier jetzt bei Ex-Kaigesuzlat. Früher hieß das so. Ex-Kaigesuzlat. Jetzt heißt es Kayseri Kebab. An alle, die aus Kayseri kommen, das ist dabei. Das ist der Laden Ugimpol, an der Ecke, genau da. Ja, auf jeden Fall habe ich mir anderthalb Dürüm bestellt, aber eine Dürüm. Das werde ich jetzt fetzen. Leute, ich habe mir einen Tabuk drin bestellt und für Alia haben wir eine Majimek-Suppe bestellt, also eine Linsensuppe. Und voll gut, Leute, hier gibt es wirklich in jedem Restaurant in der Hochstühle, das ist richtig gut. So Leute, mein Mega-Dürüm ist jetzt da. Ich bin jetzt mit meiner Schwägerin ein bisschen am Shoppen. Wir waren gerade schon in so einem Schmuckladen. Eden und mein Schwager sind mit den Kindern rumspazieren. Ich glaube, wir wollen Eis essen gehen und ja, wir schlendern ein bisschen durch die Gegend. Valla ben de çok beğendim.
Ich habe mir jetzt vom Juwelier dieses vordere Goldarmband geholt mit so einem blauen Stein dran. Ich werde mir aber nochmal diesen Stein in einer anderen Farbe holen. Das gleiche Armband hat Alia auch, Leute, zeige ich euch gleich. Wir sind jetzt ready für heute, fahren wieder nach Hause. Es ist eigentlich noch ziemlich früh. Es ist noch nicht mal 7. Wir wollen auf jeden Fall noch unser Video bearbeiten. Ja, dann müssen wir ein bisschen in die Pötte kommen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Auf dem Balkon. Schneide jetzt das YouTube-Video weiter. Ich hoffe, wir kriegen das so schnell wie möglich hin. Aber Leute, ihr müsst wissen, wir haben Material von 2 Stunden 9, die wir kürzen müssen. Desto länger das Video ist, desto besser ist es. Man will ja halt alles zeigen, so weit wie es geht, ne? Deswegen ist das Video eigentlich ganz okay, wenn das schon ein bisschen länger ist. Und da wir jetzt mit Alia kurz auf dem Park, dann wird sie auch wahrscheinlich kommen und dann schneidet sie auch weiter. Das ist übrigens Alias Armband. Ich liebe es, es ist einfach so süß. Sie schneidet jetzt erstmal grob und dann bin ich dran, Feinschnitt. Meine Eltern sind auch jetzt wieder da. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt der nächste Tag. Wir haben uns ready gemacht und fahren jetzt in die Stadt. Adam und mein Schwager gehen zum Friseur und wir schlendern ein bisschen rum. Heute ist es endlich soweit. Wir gehen zum Friseur. Endlich. Endlich die Haare schneiden. In 3 Tagen schneide ich wieder die Haare, weil ich dann wegfahre nach Antalya. Das Wetter ist rennt. Aber tut gerade gut, Benja. Ist nicht so extrem, dieses eklige zu dir, Benja. Schwägerin ist jetzt mit den Kindern in so einen Schmuckladen, oder wo es halt auch so Handyketten und was weiß ich nicht, was halt Krimskrams gibt, um den Kindern sowas zu holen. Und ich gehe jetzt schon mal ins Einkaufszentrum. Alia ist im Auto eingeschlafen, sie schläft auch jetzt noch weiter. Und ich nutze mal die Zeit in Ruhe, mal durch meinen Lieblingsladen zu schlendern, der da ist. Vor und Kaisede, da gehe ich jetzt rein. Da ist auch schön klimatisiert. Es ist echt gerade voll die Mittagshitze. Also das ist eins meiner Lieblingsläden hier in Kaisede. Der Übergang ist ein bisschen nicht so nice, aber was soll's. Es geht. Noch eine Maske. Das tut immer so gut, ne, eine Maske. Also, man fühlt sich dann wie neugeboren. Ich überlege, ob ich so einen Strich machen soll, meine Augenbrauen. So Leute, wir sind jetzt fertig. So sehen wir aus. Ich finde, bei Cezo ist es besser geworden. Cezo, zeig mal deine Haare. Schön clean, fresh. Bei mir, ich habe hier so einen Strich gemacht. Wollte mal was ausprobieren. Bei mir sieht es aus. Es geht. Ist ein krumm und schief, Übergang ist nicht so nice und ist jetzt nicht komplett zur Frisur, aber ist okay. Mit Maske und so 400 Teile, 50 Trinkgeld, 450, 12, 13 Euro, so passt. So Leute, wir sind jetzt da, Einkaufszentrum. Und es scheint sehr leer zu sein. Ist aber auch sehr, außerhalb. Sehr weit. Also von der Stadt sind wir hier nochmal 22 Minuten hierher gefahren. Ja, ja. Aber eigentlich sehr schön gemacht hier. Wirklich sehr riesig. Kums Mall. Wir sind jetzt drin, Leute, und es ist wirklich richtig leer. Richtig leer. Aber Leute, guckt euch das mal an. Ist das für ein Spieleparadies für Kinder? Wir essen jetzt hier erstmal was. Jeder kann hier essen, was er will, weil es direkt alles hier nebeneinander. Das war echt extrem, weil es ist extrem ruhig. Es ist ja echt unglaublich, wie cool. Es ist einfach in einem Einkaufszentrum eine Wasserbahn. Es gibt einfach einen Breakdancer. Es gibt ein Kettenkarussell. Das ist crazy. Es gibt auch eine Achterbahn, Leute. Es gibt sogar einen Außenfooter. Spielt man das hier eigentlich nur mit einem Ball? Oder mit einer Scheibe? Das ist Pac-Man-Air-Hockey. Da kommen die kleinen Bälle auch raus und da werden nicht so extrem viele Punkte gesammelt mit den kleinen Bällen. Mit dem großen Ball werden viele Punkte gesammelt. Das ist echt geil hier. Hier müssen wir die nächsten Tage auch auf jeden Fall kommen, entspannt. Leute, wir chillen jetzt hier gerade im Bällebad. Es ist einfach so cool hier. Hey!
mein Bruder und mein Schwager sind jetzt hier drin. Das dreht sich und dann werden die an die Wand gedrückt. Es geht los. Das Ding dreht schon wirklich schnell. Ich halte es. Ich glaube, denen ist schwindelig. Schwindelig? Lass es. Ja? Leute, wir sind jetzt hier oben. Wir fahren jetzt mit den Fahrrädern hier einmal um den Kreis. So, lass mal machen, Leute. Hey, ich hab Angst! Ich hab Angst! Sei so, Bäckle! Dan hat eigentlich Höhenangst. Ich weiß nicht, warum er da jetzt oben ist. Er wollte erst nicht hoch. Anstrengend? Du musst jetzt die Runde fahren, leider. Dir kann keiner helfen. Hey Leute, ich kann nicht mehr, ne? Mann, ich bin jetzt schon richtig kaputt. Und wir, ich hab gerade mal die Hälfte. Man sitzt hier voll scheiße. Mein Schwager und ich holen hier kurz Skiköfte für die Family. Aus das Spiel Frankreich gegen Spanien gerade. Spanien führt 2-1. Eigentlich muss man wirklich hier hinziehen. Wirklich. Guck mal, es ist 11 Uhr. Die Stadt lebt einfach. 11 Uhr an einem Dienstag. Wir haben jetzt unsere Dürüms und Skiköfte. Ein paar Snacks noch dazu. Da ist ja der Beste, ja. Türkei allgemein Beste, Mann. Ich gehe nicht mehr zurück, ja? Ja, ich gehe auch nicht zurück. Ich bleibe hier. Wir haben entschlossen, wir bleiben hier. Hier Leute, das meinte ich, guck mal, da hinten sind die noch am Zocken, es ist 23.15 Uhr oder so, an einem Dienstag. Da ist auch noch voll, jeder ist am Sitzen, am Chillen, Kaffee trinken, beste Leute.